den einen hier und da ist der andere. Warte, kriege ich den noch? Wenn ich den erledigen kann oder so? Ach, shit, 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 shit. Shit, double shit, ultra shit. Nur noch ein Hitpoint. Oh. Das hätte jetzt böse in die Hose gehen können durch die Schrotflinte. Habe ich nicht gesehen, dass er sowas hat. Super, jetzt hat er wirklich die Geisel genommen. Gut, aber der kommt nicht hierher. Aber wir können auf jeden Fall ihn ausschalten. Der, der die Geisel hat, wenn der jetzt hier ein bisschen weiter weg geht, bitte. Das sieht sehr gut aus. Hier kommen wir dann gleich runter, wenn er sich wieder umdreht, genau. Und du bist dran. Fehlt nur noch der eine. Und der hat nichts mitgekriegt. Du bist auch dran. Puh. War ja fast knapp. Gut, gehen wir zum Boss und gucken mal, was er dazu zu sagen hat, was Mr. Freeze hier haben möchte und sowas. Gucken wir mal. Hey Boss, was geht ab? Du sollst mit ihm reden, nicht... Oh. Jetzt. Scheiße, ich hab dich auf GNN gesehen. Du hast mir das Leben gerettet. Sie haben die Codes, die ich brauche, um in die Treibstoffforschungsanlage zu gelangen. Hab ich. Hier, nimm sie. Du wirst Mr. Boyle retten, oder? Innerhalb von GovCorp ist es nicht mehr sicher. Sie müssen hier raus. Keine Sorge. Ich plane nicht hier zu bleiben. Und vielen Dank. Nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen von ganz Gotham. Gut. Dann gehen wir jetzt in den Sicherheitsbereich. Dahin, wo wir halt vorhin gesagt haben, ja, hier kommen wir nicht durch. Schauen wir mal, wir kriegen das hin. Hier ist zugefroren, dann müssen wir oben lang wieder. Ja, das ist oben, fast. Hier war das durch. Gut. Was hätten wir jetzt? Ist hier auch das Eis hier zerbrochen, wer auch immer das jetzt gemacht hat. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Also, nee, ja gut, ich habe das gerade verwechselt. Alles sieht so gleich aus, ne? Deswegen war ich verwirrt. Ich dachte, dass dieses Eis leider gerade durchgebrochen wäre, aber nö. Nö, nö, nö. Ja, super, jetzt ist die Eingangshalle hier auch noch bewacht. Ey, das gibt's ja nicht. Super, der Gang ist jetzt auch noch zu. Und dieser auch. Soll ich den jetzt aufsprengen oder was soll ich damit? Ich probiere das einfach mal aus. Nein, das war verkehrt. Das klappt gar nicht. Wie kommen wir dann jetzt rein? Über dieses System hier? Kann es sein? Gibt es hier so einen Weg? Nein, hier ist wirklich nur dieses Vierer-Fächlein. Mehr gibt es hier nicht. Ja. Wie komme ich dann jetzt in diesen Raum rein? Wo komme ich denn hier hin? Ach so. Ach, dann drücke ich ständig LB gedrückt, weil ich vorhin noch Dark Souls gespielt habe. Einfach weil ich dann so denke, so, Schild hochhalten und so, ne, aber nö. Nö, nö. So, bist du ein Gegner oder bist du jetzt hier der eine Polizist? Ich habe keine Ahnung. Wir haben zwei Bewaffnete, die wir irgendwie ausschalten müssen. Einmal hier mit einem Eisstrahl und einmal hier mit einer normalen Schießmethode, M64 oder sowas, keine Ahnung. Kriegen wir das fast da anvisiert? Nicht, wenn er direkt davor steht, schade. Hätte ich gesagt, dass wir das in die Luft jagen. Wir haben da ein... Ist das ein Munitionskasten hier? Hier, das da? Ich weiß nicht. Warte. Waffenschrank, tatsächlich, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr Schaden macht. Und ach, scheiße, haben sie mich tatsächlich dabei gesehen? Ist doch nicht wahr. Ah, na gut, dann haben wir jetzt gleich alle bewaffnet. Ja, Halleluja.
Tatsache. Jetzt haben wir schon zwei Bewaffnete. Ist das nicht ein Traum? Gut, aber wie kommen wir jetzt von hier aus am besten weg? Ich muss hier weg. Weg! Wieso komme ich hier nirgendwo hoch? Verdammte Kacke. Oder ist das jetzt hier wirklich so gedacht, dass ich hier die ganze Zeit rumkämpfe? Dann muss ich hier zu den Waffen deppen. So, komm. Nein, schlecht. So. Alter, das ist gut hier, ne? Und, na, genau. Wusste ich doch, dass er mich hier wieder angreifen will. Der nächste, den ich kontern muss. Alter. So viele, weißt du, und du hast wieder keine Chance hier auf irgendwas. Na super, jetzt hat er hier seinen Kanister geworfen und mich dadurch eingefroren. Granate, genau. Wenn schon, denn schon. Und, ja, da wollte ich gerade meine Schockhandschuhe benutzen. Hatte gerade keinen Finger frei für die Y-Taste zum Blocken, zum Kontern. Wir kriegen das noch hin. Hoffe ich. War halt jetzt von Anfang an halt ein bisschen doof, dass ich da den einen quasi ungewollt bewaffnet habe. Kann ich nicht da hinten einen Gleittritt an dem machen? Nein. Dann mache ich halt ihn hier. So, komm. Wir müssen an ihn ran. Und jetzt hier immer so ein paar Hits hier geben. Einfach nur, weil... Dann kommen wir hier vielleicht voran. Aber nur vielleicht. Ah, shit. Da hinten nimmt einer eine Waffe. Ja, super. Ich muss zu der Waffe. Ich muss zum Waffendepp hier. So. Ihr bleibt bitte unten hier oder sowas. Und wieder ausweichen. Okay. Es klappt schon. Und wir haben die Schockhandschuhe. Sehr schön. Das heißt, ich kann hier einfach drauf losdingsen. Und dann klappt das mit den Nachbarn, habe ich gehört. Das ist weg. Jetzt auf euch hier noch schnell drauf. Das steht auch wieder auf, damit ich hier nicht so eine Pause habe hier beim Kämpfen. Ich töte dich nicht. Batman tötet nicht. Wissen wir doch. Na super. Willst du mich verarschen? Alter, du hast mich doch gar nicht so stark getroffen hier. Ey. Und ich muss ausweichen, weil der andere Typ da ist mit seinem komischen Strahl hier. Und ja, der andere hebt einfach mal die Waffe auf. Ey, das wird jetzt wieder lustig. Ey, wie viele nehmen denn hier bitte schon eine Waffe auf, ja? Geht's noch? Der hat auch eine Waffe. Okay, da kommt wieder ein Strahl, muss ich ausweichen. Das kriege ich im Moment gerade mal hin. Aber ich wünschte, ich hätte es nicht gesagt, dann würde ich das auch weiterhin kriegen vielleicht. Okay. Ja, voll reingesprungen hier. Nee. Ah. Ja, und dann wirft er natürlich mit Granaten danach nach mir, ne? Also, wenn schon, denn schon. Und ausweichen. Bin immer noch ein bisschen gefrostet hier. Ich muss weiter ausweichen. Weißt du, es ist auch hier ständig die ganze Zeit so, eine schießt, der andere schießt. Der eine schießt, der andere schießt. Okay. Ah, komm schon. Batman, du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. So ein bisschen. Also zumindest mehr als ein Weihnachtsmann. So, Nummer 1 ist down. Jetzt gehen wir noch schnell rüber auf den anderen. Wenn er uns hier jetzt nicht in der Zeit einfriert. Und auch der ist hinüber. Also nur noch die anderen Deppen hier einmal ausschalten. Okay.
So, das war's mehr oder weniger für die. Jetzt kommt nur der einer hier an. Okay. Hab's schlimmer befürchtet. Na nun gut, gehen wir hier hoch. Können jetzt hier mit den Sicherheitscodes jetzt hier irgendwie rein. Mal sehen, was haben wir denn hier für ein schönes Passwort? Vieland. Trophy. Okay. Jede Menge unbewaffnete Gegner, genau 3. Der ist weg. Der ist auch gleich weg. Und den anderen kriege ich vielleicht auch noch so. Siehst du? War jetzt fast schwer. Hey, mit Wertung B, Meistergesetzeshüter. Hey, was ist da los? So, was haben wir denn hier? Eine Wartungsluke. Kann ich da durch? So ganz normal wie immer. Also habe ich denn hier die Dinger dafür? Nee, ne? Nee. Aber so komme ich da zumindest durch. Das ist auch schon mal gut. Okay. Vorsichtig. Und weiter. Und hoch. Frage ist nur, wo muss ich jetzt genau hoch? Dahin, wo es da orange leuchtet? Kann das sein? Sieht gut aus so im Prinzip. Fragt sich nur, wie ich das jetzt hier... Ah, muss ich wieder Strom machen. Sonst geht die Tür nicht auf. Okay. Fahrstuhl? Haben wir nicht. Okay, dann müssen wir nach unten. Und hier ist es ziemlich kühl drin. Deswegen auch total frostig alles. Bedsuit und ich weiß nicht was noch alles. Ja, super. Wie soll ich denn jetzt von hier aus weiterkommen? Wo soll ich denn hin? Da. Bauen wir uns Bettklauer. Und ziehen. Gut, gehen wir rein. Hier wird es auch ein bisschen wärmer, zum Glück. Hier habe ich jetzt bisher keine Gegner. Dadurch könnte ich durch die Tür. Wo haben wir es denn? Da kann ich nirgendwo hin, ne? Ne, ist auch sonst nichts Interessantes. Dann gehen wir weiter. Im Treibstofflabor mit 5 bewaffneten Gegnern. Halleluja. Gib mir Beul oder ich friere diesen gesamten Raum ein. Das wirst du nicht tun. Beul hat die Codes, die du brauchst. Und ich rück ihn nicht raus, bis ich kriege, was er dir zu bieten hat. Was sich hinter dieser Tür befindet, hat keinen Wert für dich. Was Wert für mich hat, gibt es. Na super. Dann haben wir Mr. Freeze hier, ein paar bewaffnete Gegner und dann noch den Pinguin. Na, Halleluja. Boah. Gut, dann müssen wir gucken, wie wir die jetzt am intelligentesten ausschalten können hier irgendwie. Wenn wir jetzt hier durchgehen, haben wir die Arschkarte. Hey, die erledigt ja von automatisch, das finde ich gut. Was interessieren Drohungen einen Mann, der alles verloren hat?